Grüße euch, wir spielen jetzt Dead Island 2. Ein Titel, auf den wir lange schon gewartet haben. So, wir machen mal jetzt kurz was. Ich habe nämlich hier schon mal kurz mal ausprobiert, schon mal einmal angespielt, aber das ist jetzt nicht das, was ich mache. Wir suchen uns einen neuen Schlechter aus. Grüße Katrin, grüße alle. So, wir gucken erstmal rein. Das ist jetzt so ein bisschen das Intro, was die Figuren vorstellt. Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them. Can you catch me? Is it heavy? Instant Feuer. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Try to stay alive. All right. You're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Ah, überall. She always likes surprises. Ah, schon ziemlich derbes Intro, aber zugegebenermaßen auch echt over the top, komplett schwachsinnig, aber ich mag's. Ja, danke, liebe Menschen, die jetzt gerade hier alle reingekommen sind. Wir suchen jetzt einen Charakter aus. Ich nehme mal meinen Controller in die Hand, denn spiele ich tatsächlich lieber mit dem Controller, habe ich schon ausprobiert. Und hier sehen wir jetzt die verschiedenen Perks, natürlich klar, die Attribute der Fähigkeiten, die Extrakarten sozusagen, die stehen dann für spezielle Fähigkeiten, die nur er kann. Wir machen mal weiter. Was hat er? Beweglichkeit, schwere Angriffe, Aufladung, moderater Schadensboost, wenn er Zombies von hinten angreift. Ich achte jetzt gar nicht auf diese Werte allzu sehr, sondern wirklich mehr so auf diese beiden Geschichten, weil da oft irgendwas Cooles auch noch auf einen wartet. Mal gucken. Sie habe ich eben schon mal ausgewählt, nur damit ich einmal was habe. Und da fand ich gut, dass sie Gesundheit zurückgewinnt, wenn sie mehrere Zombies in rascher Folge tötet. Er hier ist aber auch cool, er kriegt auch Gesundheit zurück. Das würde ich tatsächlich gerne einmal nochmal machen. Aber dann habe ich ja zweimal denselben. Was macht sie? Einen kleinen Schadensboost gewinnt Ausdauer zurück, wenn sie einen Zombie mit einem Waffenwurf trifft. Ah, das ist alles so speziell. Aber sie ist halt sehr beweglich. Weil sie hat ja diese, diese Prothesenbeine, diese Rennbeine. Und kann deswegen halt sich deutlich schneller bewegen. Aber komm, ich weiß es nicht. Es ist gar nicht so einfach. Ich finde die alle unsympathisch. Aber irgendwie sind sie auch alle cool. Sind halt alle crazy. So, was ist denn mit ihr? Widerstand? Na, sie hält halt viel aus. Ich mag das eigentlich hier mit dem Aufladung der schweren Angriffe. Erhalten einen Boost, wenn er angriffen, wenn er vorher ausweicht. Aber blocken und so, das ist ja eher so eine Sache, die ich nicht immer hinkriege. Jacob ist halt auch schon cool, ne?
Hat auf jeden Fall am meisten Gesundheit. Verdammt, ich kann mich nicht entscheiden. Komm, wir nehmen mal sie. Ah, obwohl, kritischer Schaden. Ja, sie kann halt nur rennen. Das finde ich nicht so geil. Nee, komm, dann nehmen wir halt doch Jacob. Okay, komm, es reicht jetzt. Wir haben zu lange überlegt. Ja, ich will mit Jacob durch L.A. Also L.A., so heißt das, ist das Setting ja. Und L.A. ist natürlich die Zombie-Variante davon. Danke, Kajombo. Setz dich hin, chill dich. Bin gespannt. Oh man! Oh help! Wait! Way too much! Oh, bandage and booze! Ja, wir verbluten, aber wir haben immer noch genug Zeit, um uns hier umzugucken, und es sieht halt einfach wirklich furchtbar aus. Where would they place the medkit? There. Thanks, Mom. Tut einem schon ein bisschen weh, wenn man sieht, was hier alles hier für Schmerzen hat. Auf jeden Fall, wie ich finde, doch ein sehr stimmungsvoller Anfang, oder? Dann landest du hier. Ganz geil. Ich find's ganz geil bisher. Hi, I'm alive too. Oh, fuck, seeing things, not a good sign. Oh my days. Crisped himself rather than turn. Time to tool up if I'm to get through that. Also, es sieht toll aus. Richtig schöner, stimmungsvoller erster Anfang. Just in case. Treten sollte in viel mehr Spielen Relevanz haben. Ui. Da ist ja gar nichts mehr übrig. Arme Sau, vor allen Dingen auch mit der ganzen Chlorflüssigkeit vollgespritzt worden. In die Wunden. Ich laufe da doch jetzt nicht dran vorbei. No more hanging around. Aber ist ganz gut, hier werden einem die vielen Elemente auch gleich mal erklärt. Die Spielmechaniken, also mit dem Feuer, dem Nahkampf, das Heilen. Ich glaube, das Letzte, was ich jetzt will, sind irgendwelche Überlebenden, nach dem, was da gerade passiert ist. Du weißt ja nie, wer infiziert ist. Offensichtlich ist das ja gar nicht so einfach festzustellen, sonst hätten die ja in dem Flieger auch welche gehabt. Keine gehabt, meine ich. Die haben zwar diese
Fieberpistolen, diese, die, ne, diese Temperaturkontrolle. Bitte nicht erschießen. Not a zombie. We all okay? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Jacob. Oh, this is fucking tremendous. Danke, Shadow Warrior. I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault. The selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Bruv, you got some blood coming out your ears. What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, what are we going to do? Try not to look tasty. People, this is Emma Jaunt. Nice. Of course, you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Das ist mir so scheißegal. What's this? Careful. Hello? Oh, thank fuck. My wife. She's hanging in there, but weak. It's off me. Come on, there's no me in team. Michael, help. On me. Lift. It's too heavy. Direkt so eine richtig unangenehme Situation. Ne? Danke okay, auch Ingrid Germany. Emma? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh. Big volunteer, right? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Mine's a G&T. Keep it chilled. I'll call the army. Send help. Go. Hey, are you Emma Trant? Typical, LA. Another survivor looks nee. Dazed or in shock. Mate! Oh, die Nase, ne? Batz! Batz, batz! Ich habe natürlich den ersten Teil auch eine Weile gespielt. Ich habe ihn nicht zu Ende gespielt, aber ich habe ihn schon eine Weile gespielt. Der war nur ein bisschen rough. Aber ich muss sagen, dass ich es doch auch genossen habe. Gerade so dieses endlose Looten, weil so viele Koffer überall waren. Man konnte sehr, sehr viel Kram sich holen. Und hier kann man ja die Waffen auch noch gut kombinieren und alles, Alter. Das ist jetzt ein harter Schlag, ne? Oh. Also die Zombies sehen richtig gut aus. Das geht ja gar nicht, ey, wie die aussehen. Solange die so kriechen, soll mir das noch recht sein. Man kann natürlich auch finishen mit X. Alter, ich finde das total geil, dass die auch so abgerissen aussehen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche faulige Texturzombies, sondern die sind richtig abgeranzt. Okay,
Okay, ich schlage das brennende Rad runter. That precarious blob of burning rubber gives me an idea. Just need to knock it down. Scorecard. Wait. Hey, are you guys okay? Dachte, hier gibt's noch irgendwo vielleicht eine bessere Hiebwaffe, aber nee, ich glaube, das war's schon. Das hier geht. Nein, nimm halt das Stahlrohr. Come on, Jay. Good bedside manner. Hey. Cat! Oh God, how the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Steady. We ain't lost yet. Hey, darling, can you drink? Come on, it's water. Just take a sip. For me, yeah? Es war klar. Deswegen hilft man niemandem. Schuh! 555 Schuh! 555 Auge! Fuck it. Come on, Jay. Stay level. Going, but which way? 66 Alpine Drive. Ich muss sagen, viel brutaler kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Okay, wir sind jetzt auch Zombie und die anderen Zombies ignorieren uns. Bisher fantastischer Story-Einstieg. Richtig gut. Bei euch alles gut? Lautstärke stimmt? Something tells me this is definitely Bel Air. Oh. Oh. Worst hangover ever. Ah, okay. Ja, hier müssen wir hin. Na, vielleicht auch nicht, ne? Wo ist sie denn? Auf jeden Fall ist das hier die Karte, soweit wir sie haben. Und wahrscheinlich meine erste kleine Map. Da wollen wir hin. Weil es geht. 70 Alpine Drive. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Ah. Breaker missing. Have a nose around in here. Hold your hoses. Is that a breaker I see? Ja, also offensichtlich ist das die Villa einer Musikergruppe. Oder eines Musikers auf jeden Fall. Oh, da kriege ich ja richtig Hunger. Mmh.
Just a ticket. Ja, nehme ich mal lieber die Rohrzange. Habe ich die jetzt? Ja, habe ich. Habe ich schon eine. Ach, man kann ja auch gar nicht genug, man kann ja gar nicht alles auf einmal nehmen, ne? Okay, komm. Und wenn ich das Ding nehme, lässt er dann die Waffe... Ah, ne, okay, er lässt sie aber nicht fallen. Das ist gut. Ja, man kann hier auf jeden Fall sehr, sehr viel looten, sehr, sehr viel kombinieren und basteln. Gerade die Waffen kann man sich natürlich immer noch einen Ticken verbessern, Stromgeschichten dran machen oder, weiß ich nicht, anzünden. Also es gibt auf jeden Fall einiges. Das weiß ich jetzt natürlich auch nur von den Vorabzockereien auf der Gamescom. Batz! Alter, wie ihm der Kiefer abhängt! Guck dir das an! Das ganze Gehirn guckt raus! In der Sonne! Das kann nicht gut sein. Okay, da hat sich das Training aber gelohnt hier. Man sieht die gar nicht, ne? Man sieht, manchmal kommen die echt aus dem Nix gefühlt. Anybody out? Oh, bad juju. Oh, lock from the other side. Ja, das ist aber auch eine gute Absicherung. Das ist der Panic Room. Juhu! I'm not a zombie! Anybody in there? Ist das... Ach, ist das der Verteilerkästen? Ah, okay, das reicht ja schon. Experiment concludes that Maglocks are foolery. Ah... Alter, okay, der hat jetzt viel ausgehalten. That's one less neighbor at book club this month. The house key card. Oh, was haben wir da? Bargeld. Na, das hilft mir doch jetzt auch nicht. Proteinriegel sind auf jeden Fall hier die neue Währung. Sein, dass es dann gesilenced wurde von YouTube. Wir haben die Keycard, das ist schon mal ganz gut. Just nip through, out the garden gate, and Emma should be on the same street. Sehe ich da schon direkt hier
I love you, Mrs. Highbridge, but... How about ya? Also, weil immer wieder gefragt wird, wie das denn gerade so ist, ob sich's spaßig spielt. Und ich finde, ja, es ist halt immer schwierig, so Melee-Ego-Schlitzer sind immer schwieriger zu spielen als ein normaler Shooter, weil man natürlich so viel Bewegung hat vor dem Gesicht. Und weil das oft auch so ein bisschen aus der Ego-Sicht komplizierter wirkt und irgendwie verwirrender. Aber hier spielt sich's eigentlich total gut. Also die... Kann ich das auch kaputt machen? Ah, ist irgendein Musikinstrument, ne? Und das? Ja, also man kann sich sehr gut bewegen, finde ich. Man hat die volle Kontrolle über die Waffe. Man kann sie natürlich aufladen oder halt schnell schlitzen. Beides verbraucht auf die eine oder andere Art natürlich Ausdauer. Und wir können halt mit den Waffen sehr viel experimentieren und dann noch dran rumfriemeln und Co. Aber das ist ja erst der Anfang, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Ich spiele die PC-Version, ich habe gerade erst angefangen und habe noch keine richtige Meinung. Fand aber jetzt schon mindestens den Anfang schon mal richtig schön, richtig stimmungsvoll, sah auch toll aus. Bringt einen gut ins Spiel rein, erklärt viel, ohne jetzt zu lang zu sein oder irgendwie unnötig Story reinzubringen. Sowas ist geil, sowas hätte ich auch gerne mit mir. So ein Gemälde, wo ich so einen Stier wrestle. Im Fischerhut. Hat dieser Teil was mit der Riptide-Reihe zu tun? Ja, es ist schon dieselbe Reihe, oder? Dead Island, Riptide war doch auch Dead Island. Also ist im Grunde dasselbe. Nur halt in dem Fall jetzt kein Add-on oder kein Spin-off, sondern der offizielle zweite Teil, an dem auch lange gearbeitet wurde. Also ich kann mich erinnern, dass der schon vor Ewigkeiten angekündigt wurde. Wir alle kennen ja die ziemlich coolen Trailer. Und das alles ist schon eine ganze Weile her. Nächste Woche spiele ich einmal mit Gnu und Sterzig zusammen. Spiele ich dann eine Dreierrunde. Für die, die es interessiert, wie es dann im Multiplayer mal aussieht, im Koop. Natürlich bin ich auch immer gerne zu haben für irgendwas mit Rocket Beans. Da habe ich aber noch nichts gehört, ob da irgendwas geplant ist, ob die irgendwas machen. Gestern waren ja... War ja... wie heißt die Show? Wo alle Bohnen mitmachen. Außer mir, ich war nicht da. Last Bean Standing, genau. Sowas ist ganz geil eigentlich, weil dann irgendwann, wenn es ein paar Mal passiert, hast du dann irgendwann vor jeder Tür Angst. Und das ist aber auch, das gehört sich aber auch, finde ich, zu einem... Batz! Zu einem Zombie-Spiel, dass man sich halt bei keiner Tür sicher sein kann, ne? Man ist ja doch immer noch gefährlich hier. Der hat sogar Stöckelschuhe noch an. Nicht schlecht. Aber man sieht auch, es macht es ihr schwerer, mich zu verfolgen. Okay, da könnte man jetzt drüber streiten, warum die alle dieselben Klamotten anhaben. Aber wie man sieht, sehen sie nach ein, zwei Schlägen schon leicht anders aus. Okay. Ja, Mann. Nimm dir daran mal ein Beispiel. Ryu Hazuki oder Norman Reedus. So trinkt man ein Getränk. Schnell und in einem Guss. Da muss man keine 5 Minuten Cutscene draus machen. Oh, die würde ich gerne einsammeln und in so eine Gatling-Gun packen. Ich wette, dass man sich richtig fiese Waffen bauen kann. Aber es ist eben primär schon ein Melee-Spiel. Also man hat jetzt nicht... Es gibt Fernwaffen, aber die sind extra und immer rationiert, damit man eben... Ja, ich nehme das Schwert wieder. Damit man sich schon eher in den Nahkampf begeben muss. Es ist jetzt kein Left 4 Dead oder so. Sieht ein bisschen laggy aus. EJ, Emma Jones,
That's the place. Ich guck grad mal. Also bei mir auf dem Streaming-Rechner sieht's auch gut aus. Es kann sein, dass es hier und da mal ein Zuckeln gibt, vielleicht wenn ich in ein neues Areal komme oder wenn er was lädt. Aber sagt mal Bescheid, weil ich hab jetzt schon... Bei mir läuft's aber flüssig. Also auf dem Bildschirm ist es bei Ultra-Einstellungen, und die seht ihr hier auch gerade, und es ist echt schön. Oh, da unten. Es ist fantastisch flüssig. So, das hier ist eh die einzige Möglichkeit, wie Leute wie wir mal in ein Haus mit Pool kommen. Normalerweise würden wir schon am Türsteher hängen bleiben. Ah, so ein richtig schöner Gasgrill. Egal, vorbei ist es. Man kann sich immer sehr schnell Richtung Mission bewegen, aber das Spiel ist halt auch für die Erforschung gedacht und sollte auch entsprechend gespielt werden. Also man muss alles looten, gucken, wo irgendwie Geheimnisse sind. So ein bisschen erzählen die Geschichten ja auch, oder die Räume erzählen die Geschichten. Aber hier ist jetzt gar nicht so viel für uns zum Abgrapschen. Schon. Bloody hell. Ja, die sind nicht mehr gut. Das ganze geile Essen, da hatten die gerade so richtig Bock drauf und dann kommen Zombies. Du warst gar nicht eingeladen. Gott, ey. Mann, ey. In einem Monat fahre ich mal für ein paar Tage nach Griechenland in Urlaub. Ja, okay. Ach, hier ist ja sogar ein... Ja, ja, okay, ich verstehe. Hier ist ja sogar Strom. Aber wo kann man ihn anmachen? Kommt ins Wasser! Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht, ne? Aber es hat ein bisschen Schaden gemacht. Mein Gott, das ist ja wie ein Shining. Alte, verseuchte, nasse Menschen. Oh! Es ist natürlich jetzt am Anfang ziemlich viel zielloses Rumgeschnetzel, aber später hast du halt noch Waffen, bei denen du auch ein bisschen mehr aufs Timing und auf die Funktion achten musst. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass du halt noch so Zusatzgeschichten dran hast.
Ich glaube jetzt mal nicht, dass ich die Batterie noch weiter brauche. Denn wir wollen ja eigentlich hier lang. Aber hier gibt es schon wieder immer... Alter, was, wie die leben, ne? Zieh dir das doch mal rein. Was ist das für ein Haus? Wir brauchen das. Das sind 35 Räume. Das sind drei Gärten ineinander. Ach, Mann, ey, diese reichen Leute, ey. Was machen die mich neidisch? Zum Glück sind sie alle tot. Das ist das Einzige, was ich, was mich am Leben hält hier. Die Tatsache, dass all die reichen Schweine hier tot sind. Oh, this is too hot for me. Okay, ich muss, glaube ich, jetzt wirklich langsam mal zu Emma. Ah, wobei, da ist auch schon wieder was. Na, no, ernsthaft? Nee, kann man nicht durch. Aber ich bin mir sicher, dass man jetzt... Ah, nee, es ist so groß hier, ne? Aber ich will die Sicherung, die ich hier doch noch irgendwo benutzt habe. War das hier? Nee, da hab ich's kaputt gemacht. Okay, Moment. Nee. Kaputt gemacht. Hier war die Sicherung, die ich geholt habe. Okay, und dann habe ich die da vorne ran. Da. Okay, die kann ich gar nicht mehr. Ja, einmal nur. Okay, gut. Ich dachte, ich kann die vielleicht nehmen und dann da drüben rein, aber gut, dann halt nicht. Ah, hier waren wir auch schon. Das ist so cool, wie hier einfach auch diese... Ja, das klingt jetzt blöd, aber das hier einfach alles so... wie verlassen rumsteht. Hier so die Pakete, überall sind hier die kleinen Türchen. Und du kannst dich so richtig umgucken, aber eigentlich, ne, ist das hier komplett gefährlich. Aber wenn man schon mal da ist, da kann man sich das auch mal alles angucken. So, jetzt gehen wir aber Mission weiter. I remember a time when you could just leave your front door open. Okay, Zugang. Da muss ich jetzt mal gucken. Habe ich schon irgendwas gefunden vielleicht? In der Küche. Wo soll ich denn hier die Küche finden? Na gut, okay, da hilft mir jetzt das Spiel. Danke, Hazebuster. Socks are tingling. There are facts to be found. Sollen wir mal gucken hier. Seitendash. Okay, und dann werfen. Ja, okay. Also, die Steuerung habe ich jetzt langsam verinnerlicht. Schon lustig. Alles hier so mega teuer. Und dann aber die billigste Assi-Cola im Schrank. Big Pump Cola. Ah, Server ist offline. Also könnte man eventuell auch den Server noch anmachen. Und dann kann man sich hier, weiß ich nicht, was dann? Musik anhören? Ich weiß nicht, was das ist. Ach ja, wir haben jetzt den Code, ne? Nehme ich an. 50% nur. Ich dachte, wir hätten das gerade schon gefunden. Naja, dann gucke ich nochmal weiter. Es müsste ja eigentlich hier sein. Okay, ich muss mal gerade gucken.
Dachte jetzt, ich hätte schon... Da sind nochmal alle Questziele. Finde den Code für das Hintertor. Das ist jetzt wirklich noch alles, was fehlt. Das kann ja nur hier sein. Coffin Nails. Aber mit Filter. Boom. Ah. Hey, this is a nice kitchen. Also was mir gut gefällt, ist, dass es hier kein Headbobbing gibt und man einfach nur wie auf Schienen so ein bisschen rumrennen kann. Das finde ich immer sehr anstrengend, wenn der Kopf auch noch so mitwackelt. Das ist zwar authentischer und wirkt echter, aber ist dann halt auch irgendwann super nervig. Help there. Ja, aber vorher müssen wir halt auch schon den ganzen anderen Kram hier noch looten. Oh, die haben sogar so eine geile Sauna, ey. Oh, ich werd so neidisch. Oh, a present for me. Ich muss sagen, diese Kommentare sind gar nicht so schlecht. Hat man eben doch das Gefühl, dass man irgendwie nicht allein ist und hat auch so ein bisschen, kriegt ein Gefühl für seinen Charakter, den man steuert. Und die sind ja dann doch schon auch sehr unterschiedlich. Uiuiui, das ist aber ein unangenehmer Einblick. Also, die Zombies sind wirklich 10 von 10. Ich meine, das ist doch wirklich toll. Also, so sehr verrottet haben die Zombies meiner Ansicht nach noch nicht mal in Resident Evil ausgesehen. Und auch diese unterschiedlichen Grade der Verrottung. So, wo kann ich denn nochmal die Waffen auswechseln? Ich kann doch auch... Ah, okay, genau. Die Schaufel. Das ist gut. Ist das die PC-Version? Ja, es ist die PC-Version, genau. Danke, Cranky89. Who's out there? Jacob, bruv. From the crash. Oh, okay. Come in. Oh, Mama, I feel like shit. I need to drive the big white bus. Just get it all out of me. Both ends. Ah, fuck. Out the ears.
even any... Get in! It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? Had a bit of a man at the office, darling. Where's Tom Cruel? Get away from this house! You fool! What are you devil doing? Give me the gun! No! You have been beaten! You will turn, eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! Da hat sie aber recht. Aber er hat doch, sie hat doch recht. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper. So give me the bloody gun. Here, we're all happy now. Mine's a gin in. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Finde ich aber gut, dass sie es mal erklären, warum wir nicht von dem Virus befallen werden oder so. Also wir haben halt irgendwie einfach Glück, ne? Aber es wurde zum Glück jetzt auch mal eingebaut. Normalerweise wird man ja gebissen und irgendwie passiert nichts. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. I'm a good boy. Swear on my mum's grave. Bed by nine. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit! Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! Played, girl. Okay, das Fähigkeitendeck. Da haben wir ja schon ein bisschen was von gehört. So, Fähigkeitsslot. Okay, also in den Slots können wir die Fähigkeitenkarten einpacken. Und da müssen wir uns aber was aussuchen. Ein gut getimter Block oder Ausweichmanöver füllt Gesundheit auf. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Stütze dich nur für Danny und Jacob. Stütze dich einen grausamen Kreislauf des Todes. Töte einen Zombie und einen kleinen Schadensboost zu erhalten. Also, je mehr man killt, desto stärker wird man wie eine Combo. Nee, ich glaube, das ist besser. Was ist das eigentlich? LB in eine Richtung ausweichen, betäuben, Zombies. Okay, also wenn ich gute Ausweichgeschichten mache. Das heißt ja eigentlich... Ah, die kann ich jetzt aber nicht machen. Also wenn ich ausweiche, fülle ich die Ausdauer auf und betäube Zombies. Und gleichzeitig kriege ich Gesundheit. Also eigentlich ist das richtig gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Und hier haben wir keine. Okay, die kann man halt austauschen, ne? Und hier haben wir noch nichts. Cool, danke. They're getting closer. What do we do? Let me go talk to them. Are you sure? Take the gun. Nah, you need it more than me. Oh my God! Go! Open it. Open it. Give him here. Na komm, der ist durch. Give me 5 minutes. Danke, Roxy Moxy und iGas. Dachte, er kann hier irgendwas klauen? Schuhe oder so? Nee. Ja, Dropkick machen wir gleich. Komm! Ins dein Gesicht!
Die Schaufel ist halt toll, weil die so viel Reichweite hat. Ne? Die macht zwar auch Schaden, aber die ist halt dafür langsam. Na, sollte mal einer sagen, dass der Dropkick nicht cool ist. Oder jemand mit einer Schaufel zerteilen und dann in seine Innereien reingucken. Oh, Kabel. Kabel, ja, hab verstanden. Das ist schon am geilsten. Und dann, wenn er am Boden ist, schön finishen mit einem Tritt. Ach Leute, es ist so nice. Ja, zum Glück ist es Wasser. They'll shout if it's something critical. Danke, Easy Weasel. Noch einen Monat, dann ist das Jahr durch. Ja, ich hoffe auch drauf, dass du so lange durchhältst. Komm, einen Monat noch, das schaffst du. Das kannst du. Ich find's halt auch geil, dass die Zombies halt einfach aussehen wie die ganzen Yuppies aus Bel Air in dem Fall. Das finde ich schon irgendwie cool. Da macht's gleich doppelt viel Bock, auf die einzuschlagen. Aber das ist natürlich der normale Kartoffel-Neid. Ich als Freund der deutschen Kälte kann sowas natürlich dann nur neidisch begutachten. Wobei ich sagen muss, heute war es so schön warm in Berlin. Das ist echt krass. Ich war lange draußen mit dem Hund und so, bis selbst der Hund nicht mehr konnte. Oh Mann! Das ist mein Werk! Also manchmal gibt es hier halt ein paar Figuren, wobei der hier und sie hier, nee, ist nicht dasselbe. Also wir haben es ja vorhin gesehen, ab und zu gibt es so komische, ich nehme an, es ist ein kleiner Bug, wo zwei oder drei Figuren in einem Raum identisch aussehen. Aber das ist relativ selten, weil hier sehen die doch, wenn man mal genau guckt, alle sehr, sehr unterschiedlich aus. Also wie findest du das Spiel bis jetzt? Ist natürlich nach einer Stunde, ist es ja wirklich nur ein kleiner erster Blick. Ich bin ja wahrscheinlich immer noch im Tutorial. Aber ich finde es genauso eigentlich besser als das Original, als den Vorgänger. Das Original war, wie gesagt, Framerate-technisch, grafisch schlechter. Und die Kämpfe waren, wie ich finde, nicht ganz so... Das hat nicht so hundertprozentig hingehauen mit der Treffwirkung und so, dem Impact, wenn man zuhaut. Jetzt, hier, habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt schon deutlich wuchtiger ist. Auch dieser... Dieser Sprungkick ist einfach auch geil. Und es wird ja noch mehr in die Richtung geben. Oh, but this one. Where's the last of us? They're downstairs in the games room, hiding. Willst du solo durchzocken oder mit jemandem im Koop? Also ich spiel's auf jeden Fall erstmal solo heute und werde es nächste Woche Koop spielen. Wenn es möglich ist, meinen Spielstand weiter zu spielen, dann würde ich den für die Koop Nummern auch nehmen, ansonsten werde ich mir zwei verschiedene, das ist auch geil, werde ich mir zwei verschiedene Safe Games holen, einen für den Multiplayer mit Gnu, Sterzig, vielleicht auch Ede und Nils, wenn die Bock haben und eines dann für meinen Singleplayer. Aber ob ich es durchspiele, das weiß ich nicht, weil das erste Dead Island war cool, wurde aber irgendwann zu einem reinen Grinding-Fest und man musste irgendwie wahnsinnig viel looten und irgendwie war das zwar cool, aber mir hat es dann echt an so einer Story und an so einer dramaturgischen Verlauf gefehlt. No need to stand. Thank you. Thank you. No, really, you're too kind.
you seen Sean? He went outside and I haven't seen him since. I'm afraid the Zoms got to him before I could. He's dead? All good. You'll need a mop and shovel. Oh, thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here is... I'm human. You can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. A lead protector. And Emma, I will be your protector. Er hat doch original 3 von diesen Waffen schon dabei. Oh, hello. You got no shot on this 8-Ball. Who's the cue? With pleasure. Don't touch her! Sam! You hear that 8-Ball line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you out please, of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Yes, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Huh? This motherfucker? This motherfucker. So, you're not special, and we're doing fine, thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. You know you do. I'm immune. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. Ihn kennen wir aus dem ersten Teil, aber das hat er ja auch gerade schon selbst gesagt. How ridiculous! I need to talk to Sam. Sam and John were talking about here. Oh, diese Villen. Ich frage mich, wie sich die Entwickler fühlen, wenn sie solche Villen immer bauen müssen und sich dazu zur Forschung natürlich die Sachen auch angucken. Und dann guckst du da irgendwie, gehst du nach Hause in deine kleine 20 Quadratmeter Schrumpelbude und schubberst in die Socke. Und baust solche Dinger virtuell und wirst nie in echt in auch nur irgendwas Ähnlichem leben dürfen. Und danke, Kriechbart. Aber man muss sagen, das ist ziemlich nett von ihr, dass sie hier diesen ganzen Leuten Zuflucht gewährt, oder? Muss man jetzt auch mal sagen. Oh, wie das aussieht! Okay. Ja, gut, aber das ist soweit relativ normal in L.A. Da brennt immer irgendwo ein Hügel. Das wissen wir doch mittlerweile. Aber es ist so schön. Wie das aussieht, Mann. Ich will da leben. Fuck, warum bin ich in Deutschland geboren? Three guesses who will be cleaning the guts off the drive. Naja, aber dafür darf sie halt auch leben. Emma. Oh, das sieht interessant aus. Der kann mir bestimmt erklären, wie ich was bastel. Oh, die ganzen Preise. Aha, das goldene Füllhorn. Die goldene uralte Kamera, ein Film,
ein großer YouTube-Stern, ein noch ein Film, derselbe, dann noch so mal dasselbe, nochmal und dann nochmal so ein Ding. Und dann das große Holzstück und das besonders große Mahagoni-Holzstück. Das hast du alles gewonnen? Abstrakte Sachen. Und das hat sie einfach 5-mal gekauft. Finde ich immer lustig. Warum haben die Bücher immer 6-7-mal? Sam, we need to contact the authorities. Tell them we're immune. Sure, if you want to get dissected. Nah, bro. We'd be like superheroes. We'd be like VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. The city's dead. LA's lost. Full quarantine. Our evacuation flight was shot down for fuck's sakes. I'm gonna fight my way out. You're immune. You ain't bite proof. They're slow and dumb. I know I can handle myself. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Check, check, and check. Looks like I'm ready to roll. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Okay, this is how you give it some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. You really came for Emma, yeah? Literally walked into hell. Should never have left her. It was just... I was young. Alright, use the workbench, and let's get cooking. Soll ich das hier machen? Nee. Ja, ich will meinen besten Freund die Werkbank kennenlernen. So, ich nehme die Michelle, optimieren. Und dann packen wir hier noch eine Modifikation rein, so ein Blitzdingens, Schockschaden. Und was haben wir hier noch? Schaden. Ja, mehr Schaden. Kann nie schaden. Okay. Jetzt sieht das Ding gleich ganz gut aus. Jetzt kriegst du es so schön durchgekocht, während du zerteilt wirst. Das ist so ein bisschen das perfekte Dönermesser, würde ich sagen. Elektronikteile, da fehlt noch was, oder was? Moment. Nee, war doch richtig. Ungewöhnliche Nahkampf-Elektroschocker-Mod. Kann ich hier auch noch was? Oh, da kann ich auch noch was reinmachen, ne? Ja, nicht überall. Das hat keine, das hat auch keine, keine. Auch leider nicht. Hier vielleicht auch nicht, ne? Okay, gut. Nice. You hit a zombie with that, the motherfucker's gonna stay here. Thanks for the tips, friend. Hey, if you're really going out there, I got some stuff you need. Take some of this meat as bait. It's just meat, but the zombies go for it. Saved my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Kein Problem. Ah, er hat direkt den Händlershop aufgemacht. So, Moment, aber ich will ja, das will ich ja gar nicht kaufen. Schaufel habe ich selbst, bitte. Baupläne, oh ja, das ist geil. Die will ich auf jeden Fall haben, aber die kriege ich sogar umsonst. Das ist ein guter, sehr guter Tausch. Sicherung kann man echt gut gebrauchen, oder? Doch, ich glaube, die behalte ich mal. Weil man weiß nie, wann man eine braucht, ne? Hier so Kram, irgendwelche Items, ja klar. Habe ich aber auch einiges schon. Fleischköder, die will ich haben. Okay. Thanks, Carlos. Vielleicht haben wir auch was zum Verkaufen, was ich nicht brauche, ne? 2, 2, 7, 13. Davon habe ich viel. Verkaufe ich mal ein bisschen was. Weil ich finde ja jetzt gleich draußen eh wieder 30. Schrott. Brauche ich alles nicht so. 8 ist auch ein bisschen viel. Ja, sieht doch gut aus. Besser als vorher, finde ich. So, jetzt, was verkaufen wir hiervon? Schwert will ich natürlich behalten. Radmutterschlüssel, Schaufel.
komm, mach mal. Den behalte ich noch. Nee, komm, den Rad, das Schwert behalte ich noch. Oh, ist jetzt gerade abgestürzt? Der Simon hat's wieder mal geschafft. Der Simon hat's wieder mal geschafft. Da hat er sich das Spiel up gemacht. Das Spiel ist kaputt gegangen. 6,5 Stunden später. Es gibt übrigens zwischen der Originalversion, sag ich mal, der US-Version nennen wir sie mal, und der deutschen gibt es eine Änderung. Man kann die Leichen nicht weiter drangsalieren. Aber das ist auch okay, weil die sind tot und haben es eigentlich auch nicht verdient. Das Meat ist bait. It's just me. But this. Thanks, Carlos. This is an interesting thing. Okay, scheinbar hat das so funktioniert. You've created. I'm sure it'll be very handy. Still think you'd be better off staying here, but at least now you're prepared. So, jetzt kann ich halt Fleisch rumwerfen. Au, oh, okay, das ist ja geil. Hier kann ich also Sachen in den Spind legen. Ein Rechen, okay, das ist geil. Den nehme ich mal mit. Und hier werde ich jetzt ein paar Sachen tauschen. Nee, komm. So. Soll ich das noch machen oder haben die das schon? Nö, haben sie ja schon, ne? Da kann man ja gar nichts mehr machen. Mods sind drin. Upgrades. Alles fertig. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zur eigentlichen Mission, würde ich sagen. Hier oben ist aber noch irgendwas zu tun. Apropos Zombies, wie ist eigentlich dein Fazit zu Resi 4? Habe ich natürlich schon abgegeben am Ende meines längeren Let's Plays. Ich liebe es. Ich finde es fantastisch. Ich kann gar nicht verstehen, wie Leute sagen, das wäre in irgendeiner Hinsicht nicht genügend. Ich finde es super. Das Einzige, wo ich sage, da hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr machen können, ist, sie haben ja so ein bisschen bei Ashley gesagt, dass sie jetzt weniger anstrengend ist und mehr eine eigenständige Figur und so. Das habe ich so jetzt nicht entdeckt. Das wirkte auf mich eher, als ob sie einfach genauso ist wie immer. Bisschen weniger nervt, aber im Grunde hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da ein bisschen mehr noch verändert. Aber damit sie nicht so die Damsel in Distress ist und man sie die ganze Zeit betüdeln muss. Aber da ich sie auch schon kenne, finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Also, ja. Danke, Salukin 92. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune, then I'm contacting the authorities. Sam doesn't trust them. Okay, well, that's his problem. I'm getting out of here. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Nah, we make our own way out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, true. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out, and everyone who has one is already fucked off in it. Come on, we're going to escape. Was there a local evac center? Hmm? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. Robert really left the hole, huh? Our marriage was just PR, okay? Aren't they all? Look, I'm getting out of LA. End of. Hey. Don't forget your friends if you do find a way out. Na gut. Zur Hintertür rauslassen. Besser als reinlassen. Da geht's halt. Da war gerade eine interessante Frage noch. Moment. Nee, hier, das ist ja auch lustig. Hat zwar Marafisch geschrieben, war heute im Park Berlin. Hab tatsächlich einen BJ angeboten bekommen.
Simon hat recht. Simon hat immer recht und das ist halt einfach Berlin. Aber wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt aber toll. Nee, das ist nicht toll. Ihr wollt das nicht haben. Ich habe schon wieder so viele schlimme Sachen erlebt. Ah ja, ja, ich muss demnächst mal wieder eine kleine Pause machen und hier erzählen, was mir hier schon wieder alles passiert ist. Es ist wirklich einfach unfassbar. Ja, okay. Wie komme ich denn jetzt hier zum Ausgang? Wer von denen hat denn jetzt hier den Ausgang? Am liebsten würde ich einfach alles einschlagen. Okay, wir suchen... immer noch jemanden, der uns rauslässt. Ich muss erstmal mich hier wieder zurechtfinden. Wo ist denn hier der Eingang? Das Haus ist einfach viel zu groß. Da ist er. I'm gonna check out the local evac muster point at the Halperin Hotel. If there's help anywhere, it'll be there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? I'll bring the cavalry. If there's any cavalry left. They can land a helicopter right in the grounds. It's fine. Come on, Mom. Throw some angels my way. Schlachtgemeinschaft in Hell 8. Jetzt ist der Koop-Modus da. Dann stelle ich mal auf Spieltyp öffentlich. Ne? Auch super schöne Ladeanimationen. Das ist schon echt abgefahren. Ich meine, die zelebrieren diese Gewalt natürlich auch sehr. Aber gegen Zombies kann man sich doch eigentlich nicht beschweren. Come on, Mom. Throw some angels my way. This was the evac route. Ich mag halt auch in solchen Spielen immer die ganzen Zeichen des Chaos, ne? Wenn hier überall, ich mag es, wenn überall Leichen und Blut und Klamotten und alles mögliche rumliegt und man sich irgendwie fragt, was da wohl passiert ist. Das ist irgendwie, gehört für mich dazu, zu so einem Setting. This'll have 'em shamble in my way. Ganz nett, oder? Hat funktioniert sogar. Das ist eine schöne Idee, wenn das funktioniert. Moment, ich will aber eigentlich... Wo sind meine... Habe ich gar keine Waffen mehr? Ist das alles, was ich habe? Ich habe doch gerade mein super... Ach, gedrückt halten, okay, ja. Ich dachte, wenn man das Auto, aber das hat ja damit gar nichts zu tun, das ist ja, kommt ja von hier oben. Hier ist auch ganz lustig, weil ich ja, oder wir bei Rocket Beans ja bei der E3 waren. Und da waren wir ja in Bel Air und haben da ja so eine Villa uns gemietet, weil das günstiger war als Hotels. Weil wir ja da mit 20 Leuten waren. Und das sieht schon so aus.
Ah, okay, ich verstehe. Ich hätte ihn natürlich hier reinwerfen müssen, ne? Egal. Someone requires Zompocalypse survival services? Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Another kid? I'll have you know I'm a reasonably responsible adult. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of Satan! Okay, I'll bite. But thank you, thank you. No, really, you are too kind. Also die sind gerade an der Grenze, wo sie einem mit ihrem Gelaber fast schon auf den Sack gehen. Aber ich mag's. Es gibt ihnen zumindest Charakter. Und sowas finde ich halt auch immer sehr wichtig. Dass man nicht einfach nur irgendeinen Waffenträger spielt. Alter, da haben die ja nichts mehr übrig gelassen. This place is a bear pit. Hä, Moment. Soll ich wieder zumachen, oder was? Soll ich hinter mir zumachen? Nee. Der wollte doch, dass ich die alle kille, oder? Das war doch eigentlich der Plan. Jay, always late to the party. That you, kid? You find that girl? Hey, nah, I was too slow. None of them, bitch. Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Oh. Steady. Steady, Biggie. Oh, some damn fine work, kid. Hey, get over here. I need to talk to you. Ja, ich nehme an, ich soll hoch, aber wo denn? Ja, Curtis! Was geht denn? Wow, okay, das ist auch geil. Da kann man sich schon grob überlegen, ne? Der ist offensichtlich... Hat er eine Menge Zombies mitgenommen, aber...
Und er hat es dann auch rausgeschafft. Also es ist toll. Ich finde das echt ganz toll, wie sie das hier grafisch alles gestaltet haben. Ja gut, dann muss ich wohl doch da irgendwo anders rein. Wie hast du so früh so ein starkes Schwert bekommen? Das habe ich mir gebaut! Tony, der Intrigant, was ist das? Und was gucke ich da am besten an? Ah, da ist ja Tony, der Intrigant. Okay, scheinbar klauen hier irgendwelche Leute, haben aus den Mänteln der Gäste was geklaut. Poolhaus. Okay, also manchmal ist das interessant, aber eigentlich geht es immer nur darum, dass man mitkriegt, wo vielleicht Quest-Items sind oder wo vielleicht... Das ist doch eindeutig hier irgendeine Gemeinheit. Das ist so ein Glotzspiegel. Erzähl mir doch nichts. Na gut. Ja, also halt immer gucken, ne, was, wo die Leute stecken und was sie da eventuell versteckt haben. Das kann man halt über diese Nachrichten immer mitkriegen. Kann man aber auch ignorieren. Meine Fresse, Durchfall des Grauens. Mein Gott. Ja, so ist das. Ab 40, Hämorrhoiden. Okay, hier waren wir jetzt. Dann suchen wir doch mal. Ja, aber Kollege, du kannst auch schon mal mit mir reden, ne? It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Ich kam ein bisschen spät. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No fucking way! Soylent Mauve is a classic. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. Yeah, the grid's tripped all over the neighborhood. Maybe the whole city. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Ja, wie immer, ne? Man ist so ein bisschen der Idiot für alle. Aber dafür kriegt man auch was. Boah, ich werde so neidisch, Leute. Könnt ihr mir nicht mal einfach 1 Million spenden, dass ich mir auch hier so eine Ecke leisten kann? Also das würde ich mir eh nicht. Da brauche, können wir vielleicht 12 Millionen spenden? Dann könnte ich mir vielleicht auch sowas kaufen. Das ist doch nicht zu viel verlangt, 12 Millionen Spenden. Ich habe euch doch auch schon mal was gemacht. Auch schon mal was gemacht, habe ich euch. Okay, was geht hier? Bist du, ist das das Mädchen? Okay, sie ist offensichtlich nicht gesprächsbereit. Hier ist das Poolhaus! Batz, batz, batz! I'm no electrician, but how hard can it be? Thank you.
No. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal überlegen. Also, ich glaube gar nicht, dass wir hier irgendwas machen müssen, weil hier können wir ja auch nichts anschalten. Ja, ja, ich weiß, Mann, ich will doch nur noch weg von dem Kabel. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee, das ist auch nichts, ne? Okay, später vielleicht. Aber dann bitte auch später, ne? Also, ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich gehe nachher dann schon mal zur Bank. Vielleicht kriegt ihr das so hin, dass das dann, dass ich da nicht zweimal zur Bank muss. Das ist ja auch, das kostet ja auch richtig viel Zeit und so. Ich will schon reich sein, aber bitte auch bequem. Nicht so viel Stress dabei haben. Das wäre mir lieb. Ja, komisch. Ne, wir sollen hier hin. Vielleicht müssen wir die Kabel... Ah, kann es sein, dass wir, wenn wir hier Wasser reinmachen... Das wäre ja irre. Das probieren wir mal aus, dass wir dann die Kabel strommäßig verbinden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es auch zu weird ist, aber... Das können wir gleich mal probieren. Ich habe ja auch noch Batterien, wobei die helfen mir auch nicht, ne? Jetzt brauche ich einfach nur so einen Wassereimer. Ah, hier. Ja, ist wahrscheinlich wirklich Wasser drin, auch wenn das komisch klingt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das geht. Ja, für sie hat es schon mal geklappt. Warum brennt das denn jetzt? Das ist überhaupt... Ach, das war Öl! Aber Öl leitet doch auch Elektrizität, oder? Vielleicht ist oben an der Decke eine Sprinkleranlage. Das ist auch eine gute Idee. Aber jetzt habe ich erstmal ein anderes Problem. Nee, leider nicht. Aber es ist eine gute Idee. Hm, das kann nicht schwer sein. Das muss alles ganz einfach sein. Das muss hier irgendwie verbunden werden, ey. Verdammt. Kannst du das Kabel nicht einfach nehmen? Nee, es ist natürlich... Hat natürlich, echte Probleme, wenn ich das nehme. Ich muss mal gerade gucken, was genau in der Quest steht. Ja, alles gut, aber mehr steht da jetzt auch nicht aus Klappen. Ja, okay, es ist halt wirklich keine große Hilfe bisher. Aber an sich gut, dass es so ein Questlog gibt. So, irgendwo finde ich vielleicht echt Wasser. Das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Doch! Lovely. Lovely. Hm, Wasser. Vielleicht ist Wasser auch echt eine falsche Idee. Vielleicht ist das gar nicht das, was ich brauche. Aber wie sonst kombinieren wir die Sachen? Vor der Tür liegt ein blauer Kanister. Oh, danke, das ist gut. Den gucke ich mir gleich nochmal an. Ach, schade. Schlüssel des Postboten. Wie könnten wir den kriegen? Moment, der Postbote. Lag der nicht hier irgendwo rum? Okay, Map Time. Don't want to be that idiot who got lost.
Nee, nee, ich weiß schon, wo ich hin will. Ich will aber kurz noch gucken, ob ich nicht noch irgendwo der Postbote ist. Ich könnte schwören, der war nämlich bei dieser Auffahrt, lag der drin auf dem Boden irgendwo. Ja, hier. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht habe ich mir das gerade nur eingebildet, aber ich dachte, der lag hier. Nee, hier waren nur die ganzen Leichen. Oh, hier ist der blaue Kanister. Also blau ist dann wohl Wasser. Ja, das ist gut zu wissen. Simon, hast du schon den neuen Thread im CJ über dich gesehen? Nee, um ehrlich zu sein, ich guck da ja nicht rein. Aber meine letzte Aussage war ja, dass ich mir einen friedlichen Waffenstillstand wünsche. Wenn das dann keiner will, ist es vielleicht okay. Ich weiß, dass einer mal im normalen Rocket Beans hatte jemand geschrieben, ey, wie findet ihr das? Er hat das ja angeboten, ich finde das auch cool. Könnte vielleicht helfen, die Stimmung zu verbessern. Und der Thread wurde dann, wenn ich das richtig verstanden habe, gelöscht. Also ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber vielleicht habe ich auch, ist der nicht mehr aktuell oder so? Ich weiß nicht genau, vielleicht ist der einfach ausgeblendet bei mir. Aber ich war schon irritiert, weil ich dachte, warum sollte man jetzt diesen Thread dazu löschen? Weil da war ja nichts, da war auch eigentlich nur positives Feedback. Also ich habe keine Ahnung, muss ich dazu sagen, was da steht und wie das da steht. Das ist mir auch nicht so wichtig. Ich würde mir halt wünschen, dass man mir da zuhört von dem, was ich gesagt habe, ne, und das vielleicht auch mal versucht. Aber mein Leben geht auch weiter, wenn die das nicht wollen. Okay. Aber ihr werdet mich nicht dazu bringen, in dieses Subreddit reinzugucken. Egal, was ihr mir schreibt. So. Aha. Ja, wahrscheinlich vorne, ne? Mach doch hinten auf. Moment, ah, muss ich andersrum. So viel Arbeit für eine kleine Nebenmission und alles, was wir dann kriegen, ist ein Golfschläger. Word to the wise, kid. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Now, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Years of playing tricks on me, or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Wo sonst kannst du einem reichen Schnösel mit beiden Füßen voran in die Fresse springen? Wo sonst, wenn nicht hier?
Leider haben die Eat the Rich an der Stelle echt falsch verstanden, würde ich sagen. Die essen sich alle gegenseitig. Well, well, well. If it isn't my snot-nosed spoiled brat for that. Threw my favorite maid to the top to say oh, for all the good it did him. Give this cowardly little shit the beating he deserves. Oh, what a rat! Mann, wie lange dauert das? Schieß doch mal! Danke, Pony Pepe. Great memories here. A lot of loving, and a lot of fighting, and a hell of a lot of noise complaints from the neighbors. Ich kann also ein Fähigkeitendeck. Wo ist meine Fähigkeit? Ja. Kann ich was Neues aussuchen? Geil, nehme ich doch direkt. Kraftvoller Sprungtritt habe ich doch eh schon. Ah, vielleicht ist er jetzt stärker oder so. Ah, ne, hier. Gebrauch eines Medikits löst eine Explosion aus. Konterangriffe auf Zombies füllen zusätzliche Gesundheit aus. Sogar noch mehr als sonst. Ja, das nehme ich. Konterangriffe. Ich muss aber auch gucken, was ist denn blocken? Ne, das ist Blut werfen. Das ist zurück. Das ist werfen. Das ist harter Schlag. Ja, und ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob wir schon blocken können. Also, ob wir da wirklich ein Block-Button haben. Blei, L und R vielleicht? Auch nicht. Keine Ahnung. Ja, zu dir gehen wir gleich, aber vorher klaue ich dir mal schön alle wichtigen Sachen, während du zuguckst. Das mache ich auch, um dich zu demütigen. Um dir zu zeigen, dass ich viel mehr wert bin als du. Ihr habt ja alle dieselben Preise. Habt ihr die im selben Laden gekauft? Langsam glaube ich nicht, dass sie die Preise wirklich bekommen haben. Die kaufen die einfach. Schön aus dem 3D-Drucker. Kann ich auch machen. Someone up there must really like me, if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it, though. Well, Mom was partial to a Sunday afternoon with Curtis Sinclair. God rest her soul. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? The joint residence is taking survivors. Emma was quite explicit. Bring me your poor, your rake-wielding maniacs. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give them a piece of my mind for not checking in on me. Yeah, well, Mr. Steele's no longer with us. Us being the living. He's dead. Damn shame, the son of a bitch owed me money. Oh well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. I can chum you back to Emma's if you want. Mom would not be happy if I let you get munched. Watch your tone, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Now get. Okay, aber wo ist denn jetzt der Schläger? Ich glaube, weil ich keinen Platz hatte, kann ich den jetzt nicht nehmen. Aber das ist ja voll dumm. Ich will den ja nehmen. Ah, okay. Nee. Wir wollen den Basie. Basie, Golfschläger, der Gerechtigkeit. Ach, den kann ich hier nicht benutzen, weil wir im Gebäude sind. Okay. Peggy, I feel a whole lot safer with you by my side. But we ain't out of this yet, girl. Peggy ist die Waffe, ne? Das ist aber auch eine schöne Waffe. Die war bestimmt teuer.
Hätte ich den Feuerwehrmann genommen, hätte ich von Anfang an blocken können. Ja, okay, interessant. Na, es gibt ja, wie gesagt, dann doch sehr große Unterschiede oder zumindest einige Unterschiede zwischen den Charakteren. Und ja, ich habe den jetzt eigentlich nur genommen, weil der irgendwie, ich fand den auch sympathisch. Ich finde, der macht lustige Kommentare und sieht auch entsprechend aus wie jemand, dem das alles hier eigentlich ziemlich egal ist. Und da kann ich mich durchaus reindenken. So, das war die Nebenmission. Jetzt gehen wir wieder zur Hauptmission rüber. Danke, Peperkaiser. Und nein, kurz auf die Frage mal geantwortet, ich bin hier jetzt für diesen Stream oder so nicht gesponsert. Das würdet ihr aber auch immer sehen. Da ist man ja auch verpflichtet, Werbung einzublenden. Das habe ich vor einem Jahr ein, zweimal vergessen und da gab es direkt auch, völlig zu Recht, aber gab es direkt dann auch ein Medienboard, was sich gemeldet hat und so. Also die Leute gucken da schon drauf. Das finde ich auch echt gut. Aber, also das werdet ihr wahrscheinlich hier nicht sehen, dass das bei mir nicht steht, wenn es so, aber so ist. Aber um das noch zu sagen, es ist aber auch nicht so, dass wenn ich jetzt ein Spiel verkauft habe, dass ich das dann gut finden muss. Das ist, glaube ich, so ein typischer... Das ist natürlich so ein Gedanke, den man hat, der aber nicht stimmt. In keinster Weise muss ich das dann gut finden oder toll oder feiern oder ich darf es auch kritisieren. Das ist oft, sagen die, naja, wir wollen nur, dass du spielst. Du kannst natürlich wie immer machen und sagen, was du willst. Weshalb wir, und das ist eigentlich das Relevante, diese Spiele dann oft vorher halt spielen. Ist das ein Shortcut, den ich sehe vor mir? Also wir gucken uns das dann halt an und überlegen, ob das ein Spiel ist, was ich auch so spielen würde. Und nur wenn es was ist, was ich eben auch spielen würde. Und da kennt ihr mich ja, da bin ich relativ offen. Da spiele ich eigentlich fast alles gern mal an. Wenn es was ist für mich, dann machen wir quasi eine Koop draus. Aber wenn das ein Spiel ist, wo ich schon sage, nee, lass mal. Oder ein Publisher oder irgendwas, wo ich sage, da sehe ich mich nicht, dann machen wir es auch nicht. So, okay. Oh Mann. Nee, ich mag das nicht. Ganz reiche Scheiße hier. Wenn ich das nicht haben darf, dann darf das keiner haben. Jetzt habe ich eher meinem Golfschläger gerade verletzt, als irgendwas anderes kaputt zu machen. Locked. Maybe a way inside from up top? Ich glaube, das Schöne an der Map ist wirklich, dass die Leute in diesen ganzen Luxusvillen meistens rumlaufen. Zumindest am Anfang. Und man sich, ja, gerne in dieser Gegend bewegt. Ich glaube, jeder läuft gerne in sowas rum, weil er irgendwie dann die Vorstellung hat, es könnte ja seine Wohnung sein, seine Villa. Ich glaube schon, dass das auch eine Relevanz hat, in welcher Location so ein Spiel spielt. Ist hier eigentlich die Mucke jetzt aus, weil ich diesen Streamer-Modus anhabe? Schade. Schon krass, oder? Wie du ihm auf den Kopf haust und dann ist dann oben auch so ein Loch im Kopf. Das ist schon hart. Hart, hart, hart. I'm alone in the house, it's 1 AM and I just wanted to say sorry to all my fans that I disappointed most of important my sponsors. Das ist ja geil, das Apology Script. This isn't scripted, this is straight from the heart. Please take the evacuation seriously, it was a mistake. I shouldn't have joked about it. I love you all. Ja, das ist so geil. Und dann auch, das ist ja geil, das ist das Yeti-Mikrofon, das Almost Daily-Mikrofon. Das ist halt sehr markant, weil das war eine Zeit lang das meistverkaufte Mikro und wir hatten das dann auch. Ach, lustig. Das finde ich echt gut. Ich mag es, ich liebe es, wenn du im Pen and Paper mitspielst, irgendwas in Richtung in Sicht. Ich wurde bisher nicht angefragt. Also nein, bisher nicht, nein. Ich muss dazu echt immer sagen, das ist ja alles nicht mein Bereich, ne? Ich plane das ja nicht, ich habe da keinerlei Einfluss. Es hängt wahrscheinlich zum Großteil davon ab, wann Hauke Zeit hat. Und
ja, auch sowas wie Molten Manor scheitert wahrscheinlich dann daran, dass er halt mit Ultra Core jetzt erstmal sich darauf konzentrieren will und das dann weiterentwickelt und deswegen Molten Manor natürlich nicht so wichtig ist für ihn. Ja, aber mal gucken. Also ich weiß, dass es natürlich immer gewünscht ist und ich weiß auch, dass wir es auch immer gerne machen wollen würden, aber ich habe leider im Moment überhaupt keine Infos. Ich gehe davon aus, dass das nochmal dieses Jahr kommt. Ich fände es auch schön, aber ja, ich kann halt nicht sagen, ey, ich will das machen und dann wird's gemacht. Batz! Batz, 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 batz! Den ganzen Batzen! Ah! Gerade wieder vor kurzem kein Pardon geguckt. Mit dem ganzen Batzen! Okay, also wenn ich das richtig verstehe, war der Typ... Was? So viel kann man mit Streamen verdienen? Das hier kann ich mit Streamen verdienen? Was muss ich denn dazu machen, damit wir da landen? Ziegenstall-Troy. Warum heißt denn der Ziegenstall-Troy? Das kannst du doch nicht mit Streamen verdienen, das glaube ich nicht. Da ist auch alles, was ich gut finde. Das Pizzastück, das Einhorn. Ich wäre wirklich zufrieden mit... Also nicht nur ein Stockwerk, ich brauche noch nicht mal... Ich brauche ein Fünftel dieses Gebäudes. Und davon kann die Hälfte Balkon sein. Das reicht mir. Das gucke ich mir gerade mal an meine Follower. Jetzt ist auch noch Snap da down. Das Gesicht, wenn du auf einmal all deine Gedanken in dein Telefon tippen musst, anstatt sie mit deinen 50.000 Followern zu teilen. Schickt mir Kraft, Leute. Ich habe gerade das unfassbarste glutenfreie Puten-Sandwich aller Zeiten gemacht. Die Saftigkeit toppt echt alles. Obendrauf knackig frischer Salat und ein paar Spritzer Aioli. Jetzt kriege ich Hunger. Es ist wirklich großartig, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich hoffe nur, meine Essensvorräte reichen aus. Wieder mal ein grandioser Sonnenuntergang in L.A. Diese Stadt ist echt atemberaubend. Unbedingt Foto anhängen. Marshmallow hat gerade auf ihre Kaschmirdecke gepinkelt und sich dann darin gewälzt. Ich hasse mein Leben. In Zeiten wie diesen darf man nie vergessen, wie gesegnet wir alle sind. Die Lage ist ernst, aber es gibt immer mehr Positives als Negatives. Tut mir leid, Leute, aber das musste auch mal gesagt werden. LOL. Foto von mir im Bikini am Pool anhängen. Okay, Hand hoch. Hat sonst noch jemand die Nase voll von diesem ganzen Zombie-Ding oder bin das nur ich? Das ist teilweise wirklich erschreckend nah an der Realität, so wie ich es mir vorstelle. Simon muss Pool-Streamer werden. Ja, da bin ich doch, da bin ich voll bei dir. Voilà. Le Kika de Home Help. Ey, das sieht halt echt so 100% genauso aus wie diese klassischen Influencer-Studios. Fehlt nur noch, dass er hier ein Bild von sich hängen hat, die arrogante Sau. Okay, hier ist der Safe, der Bad Safe. Da ist bestimmt nur Gleitcreme drin. Ich kenne das. Das ist der alte Trick. Okay. Ich wäre schon mit Gartungsnutzungsrecht zufrieden. Ja, da kannst du auf jeden Fall mehr als ein Zelt einbauen. Zack. Okay. Was wollte ich hier nochmal machen? Komplett vergessen, was wir hier machen wollten. Ich bin noch ausgewichen. Aber die Wegfindung funktioniert. Der läuft jetzt... Mein Gott, wie doof. Tja, Pech gehabt.
Wie da eben der Kopf auch so, der Arm so abgerissen ist, ne? Das ist toll gemacht. Also da kann man echt nichts sagen. Diese ganze Kampfmechanik haben sie schon schön gemacht. Die halt aber viel aus. Nein! Nein, nein! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich mit diesem Spiel weiter alleine! Okay. Doug Powers hat eine Verbindung hergestellt. Wahrscheinlich ist der jetzt gerade aufgetaucht im Spiel. Da ist er ja. Geil. Cool. Hi. Ja, mal gucken, ob die jetzt... ob das jetzt hilft, ob er weiß, wo es lang geht, oder ob wir jetzt einfach nur aneinander vorbeispielen eine Weile. Das finde ich auch gut. Ach, schade, ich würde es gerne mitnehmen. Naja, die Zeit haben wir nicht. Nicht schlecht. Duck. Ich frage mich gerade, ob wir uns gegenseitig, ich dropkicke quasi den Zombie in ihren Schlag rein oder so. Okay, wir machen jetzt zusammen diese Mission. Kommen da andere Spieler einfach rein? Naja, nur wenn ihr das Spiel entsprechend aufmacht. Was ich ja gemacht habe. Nearly there. Halper is around the corner, if I remember. Shuriken habe ich sogar gefunden. Just past that house where I took too many ludes and followed through in the jacuzzi. Na, wir machen uns da schon ganz schön Spaß draus. Ey, so sieht's genau so saß. Also natürlich nicht genauso, aber so sieht's wirklich in Bel Air aus. So waren die Straßen unserer Villa. Genau diese Breite, genau die Palmen. Und hier waren dann irgendwie halt eines unserer Häuser. Also Wahnsinn. Oh. Mal gucken, ob ich was mit dem Golfschläger machen kann. Habe ich nicht, okay. Hier vielleicht Schaden. Ne, und dafür leichter. Nö, ist okay. Wie ist das denn mit dem Loot? Teilen wir uns den Loot? Oder muss ich so Nils Bohmhoff-mäßig sehr vorsichtig sein, was ich loote? Aber da müssen wir doch gar nicht lang, mein Kollege. Wir müssen doch hier lang. Keinen Fall. Ich meine, die Gerüststange ist cool, weil die so lang ist, aber da
das auch schon alles. Alter, wie das aussieht. Never known the tremors to be this bad. Ah, sie kann das auch. Also wir könnten uns theoretisch auch so Ping-Pong-mäßig die Bälle zuspielen sozusagen. Finde ich ganz gut. Alter, habe ich ihm gerade die Augen ausgehauen? Jetzt mal ernsthaft. Ach ja, das ist ein Spiel. Das wird dem Kies garantiert richtig gut gefallen. Das mehr weiß ich jetzt schon. Wie der geknollt wird. Ah, wundervoll. Grüße an alle, die jetzt reingekommen sind. Ihr schaut mir gerade beim munteren Gehirne zerstören zu. Oh, das sind zu viele da unten. The Halperin Hotel. Nicht geholfen, den Schraubenschlüssel zu werfen. Ich brauche auf jeden Fall mal bessere Wurfdinger, Messer oder so. Irgend schön. Ich habe ja einen Shuriken. Mal gucken, wie ich den auswähle. Nehmen wir mal den Rechen. Der ist auf jeden Fall immerhin lustig. Okay, der Rechen ist scheiße. Aber irgendwie auch cool. Der Rechen ist leider nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ah, okay, okay, da kann man die alle... Ja, Messer ist fast durch. Ja, wegen... Ich habe das Gefühl, dass ich wegen Wurfwaffen nochmal genauer gucken muss. Ah, nee, da unten habe ich sie ja. Also ist eine... Ist das hier wahrscheinlich? Das hier, ja. Ah, Seele, das war's. Steckt der dann noch da drin? Ja, das ist echt ganz geil. Das sind so selbstgebastelte Dinger. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Da ist doch... Wie kann man das... Geil, Jagdmesser. Hat sich gut gelohnt. Eigentlich eine Machete, oder? Shit, falsch, falsch, alles falsch. Also das Messer ist leider nicht so gut, aber in Verbindung mit so Sprüngen kann man es trotzdem benutzen.
Also wenn man sie einmal hat, werden sie nachgeladen, die Shurikens. Das finde ich gut. Hast du immer einen. Ich könnte auch das, das Lockfleisch noch mal ein bisschen besser benutzen. Okay, komm, machen wir hier mal eine Batterie rein. Ach so, da ging es wahrscheinlich darum, dass man die alle braten kann, ne? Ja, ja, klar. Deswegen auch überall Wasser. Also es sieht so aus, als ob hier jeder für sich selbst looten kann. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Gibt es keinen Streit. Gerade wenn man so spielt mit irgendwelchen Randoms, ist das ja immer ein Problem, weil dann meistens jeder für sich selbst spielt und man sich immer ärgert. Ah, das ist eine gute Waffe, die hat uns mal Wucht. Da stehst du echt nicht mehr auf dann. Maybe there's some grunts holed up inside. Ich will viel mehr von diesen Moves noch haben, diese fiesen Wrestling-Moves. Auch wenn sie noch so dumm sind, es ist einfach ein geiles Gefühl. Batz! Weil da haben die nämlich gar nicht die Koordination dazu. Das können die gar nicht. Die können nur beißen und reißen. Kinderbriefe. Ja, komm, wir gucken gerade mal. Stapel Briefe aus dem schreiben wir Briefe nach, wie viel Spaß ihr habt, dass ihr es kaum erwarten könnt, sie wiederzusehen. Eine dicke Dame mit fleckigen Kleidern hat gesagt, dass wir bald wegfahren. Es gibt viele Busse, mit denen fahren wir dann zu einem Strand und dann kommt ein großes Boot. Ich war noch nie auf einem Boot. Auch schön, die Rechtschreibfehler finde ich auch toll. Er ist natürlich auch irgendwie halt schön, weil es süß ist, aber gleichzeitig weiß dieses Kind ja offensichtlich nicht, wie es weitergeht und wie es endet. Und wahrscheinlich ist es längst vorbei. Aber das, wie gesagt, das mag ich. So dieses Erzählen der Story durch die Umgebung ist einfach ein Skill, den die hier auf jeden Fall gut gemacht haben. Klar, es sind immer dieselben Geschichten, könnte man sagen, ne? Geschichten des Chaos, der Verzweiflung, des Egoismus und so. Aber das sind ja auch die klassischen Zombie-Tropes und die will man aber auch. Also ich glaube, die will man auch. Also sie sieht ein bisschen aus wie Janina, oder? Von Rocket Beans. Ein bisschen. Wenn ich mir von Janina die Sport-Instas angucke, dann geht das, da ist da schon eine Ähnlichkeit. Janina hat mehr Tattoos, ja. Typ hat ja gar nichts, der hat nicht mal mehr Arme. Nein! Das erste Mal gestorben. Ich habe überhaupt nicht realisiert,
dass man hier sterben kann. Ich hoffe, dass mich jetzt jemand rettet. Mal gucken, ob Doug Powers ein echter Freund ist. Nee, ich glaube, sie lässt mich. Where is everybody? Tja, weil keiner helfen wollte. Okay, das hätte ich mir auch echt sparen können. Das lange Warten. Natürlich, wenn du in Bel Air Stoff einsammelst, musst du natürlich aufpassen, was du da einsammelst. Am besten immer ein Tester-Kit dabei haben. Okay, komm jetzt! Bats! So, als nächstes werde ich mal die anderen Waffen ausprobieren, also die... Das Blut und die Wurfsterne mehr. Einladung. Wer will denn nie heiraten? Becky Russo und Aiden O'Connor. Ja, war eine kurze Hochzeit. Okay, Doug Powers ist auch hier. Ne, er muss hierher kommen. I need that radio. I need that radio, and this major will let me in, or else. I'm coming for you, Major J.S. Booker. Ja, natürlich ist es auch hier eine Hochzeit, so es gibt kein Zombie, keine Zombie-Apokalypse ohne... Eine Hochzeit, die davon im falschesten Moment überrascht wird. Wer hat denn Zeit gehabt, hier noch die Leichensäcke? Uiuiuiuiui. Oder ist es ein Goodie-Bag? Sind es die Goodie-Bags nach der Hochzeit? Jeder darf einen haben. Die Goodie-Bags werden auch immer größer. Naja, gut, es ist Bel Air, ne? Jeder nur eine Leiche. Oh, holy fuck. Big bad juju. This was an evac center, but this looks like something else. Ganz geil. Aber man muss sich schon fragen, okay, da ist irgendeine Maschine, die man ausstellen kann, glaube ich. Heavy Duty Pump. Pumping something straight down the drain. Gut, zum Glück habe ich eine Sicherung geholt. Oh.
Ja, das war guter Loot. Das lohnt sich. Was ist das? Zombie-sichere? Was ist das? Whoop! Das ist ja geil. Jawohl, alles auf Axt. Ich meine, habe ich jetzt den ganzen Loot weggenommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie guckt so ein bisschen sauer. Aber ich habe ja auch die Sicherung bezahlt. Und du hast mir auch nicht geholfen, dass ich tot war. Ja, aber wir müssen ja eigentlich hier runter, ne? Irgendwas hier ist doch zu machen. Inspiziere den Hotelpool. Es gibt noch irgendwo eine weitere Geschichte, die wir untersuchen müssen, ja. Hier vielleicht. Okay, und hier muss man auch irgendwie noch reinkommen. Irgendwie. Ach, das ist es. Hey, if you're still looking for your lover boy, he's in the pool, mingling. But don't worry, sweetheart. You can still have your first dance. She's totally loca. Did she set up all this fucking body horror? What's up, Jay? Schön die Brautjungfer am Pool ins Gesicht gesprungen. Könnt ihr mir mal sagen, die Leute, die es schon gespielt haben, ob hier an der Stelle andere Musik kommt? Weil das klingt wie eine Szene, wo eigentlich so geile, bekannte, eingekaufte Musik kommen müsste. Aber hier ist es halt jetzt so ein bisschen generischer Standard. Und ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass ich natürlich die Streamer-Musik hier anhabe. Ob sie mich holt. Wir können dir mal die Chance geben. Ach nee, komm. Folge dem Schlauch. Nutzt das grüne Ding. Das grüne Zeug. Ja, stimmt. Das sollte man mehr nutzen. Oh, Dark Powers ist auch gleich tot. Jetzt eventuell sind wir beide tot. Nee, haben wir noch hingekriegt. Okay. Ich will ja... So läuft das mit dem Wiederbeleben. Ich war vor 2 bis 3 Stunden an der Stelle, schreibt Dopecrawler. Da lief andere Musik, yes, aber frag mich nicht nach dem Song. Okay, aber ist dann doch so, wie ich mir das
schon gedacht habe, weil das ist so eine Situation, wo jetzt so eine Musik, so eine offizielle, gute Musik, sage ich jetzt mal, gut passt. Room 307. I've got to find her if I want to make contact. Na, ich hab leider keine richtigen coolen Waffen jetzt mehr dabei. Nur Schrottwaffen. Aber die Grünen sind halt gut, aber die sind auch schon fast alle durch. Konfrontiere den betrunkenen Major im Zimmer. Das sollte man noch hinkriegen. Dropkick in die Säure. Nur hier. Okay, wir gehen da hinten raus. Talking to me, she's talking to somebody else. Fire in the hole. Der Typ ist explodiert. Ein Grenadiergeher. Okay, die explodieren. Stairs. Also weil die Granaten dabei haben. Boah, habe ich viel Kram eingesammelt. Ich fühle mich schon fast wie Nils. Und jetzt gar nichts. Was will man damit? Keine Kühlung. Der wartet die keine Sekunde, ne? Da wird direkt gemetzelt. Warum auch nicht? Sie hat ja recht. The 200s. Next floor should be the 3s. Mann, die Axt ist aber nicht gut. Oh, das war ein guter Schlag. Oh, ich habe gar keine Axt, ne? Ich habe irgendwas anderes. Doch, ich habe die Axt noch. Ah, noch jemand dabei. Wird dir mal besser. Ja, Looter unter sich, aber Zeit für ein kleines Späßchen muss auch sein. Wer keinen Humor hat, der ist doch schon längst tot. Wo sind denn die Wurfgeschosse? Oh, Rutschangriffe können handelsübliche Zombies in die Luft schleudern. Das finde ich gut. Schön, dass man die auch immer wieder wechseln kann. Ah? Zu Tode gerutscht. Schließfachschlüssel. Oh, das ist so viel Kram. Also das Spiel ist wirklich so designed, dass man halt super viel finden kann. Immer wieder irgendwelche extra Geschichten bekommt. Aber natürlich sind dann oft die Belohnung auch nur sporadischer Natur, also halt mal eine Waffe oder ein bisschen teuren Loot, aber im Grunde ist es schon auch egal. Also man kann das auch alles komplett ignorieren, ist so meine Erfahrung. Weil man eh genug Kram findet.
Aber irgendwie, wenn man gerade dabei ist und einen das interessiert, klar, dann macht man das halt auch mal. Ja, das Schwert ist langsam durch. Da muss ich leider was anderes nehmen. Komm, dann nehme ich mal den Basie. Oder was? Schlagstock. Ah, okay. Macht alleine spielen auch Spaß. Also erstmal, weil du gerade sagst, du hast keine Gamer-Freunde. Ich habe auch keine Freunde. Die Freunde, die ich habe, wollen nie mit mir spielen. Und alle anderen haben die Zeit. Nee, also die hier sind auch nur einfach von irgendwo. Also ihr könnt immer auf live stellen. Und dann könnt bei jeder Mission, kann es passieren, dass einfach Leute dazukommen und mitspielen. Weil die dann auch diese Mission machen. Das finde ich sehr angenehm. Ohne viel hin und her, ohne viel Trara, einfach nur rein, raus. Das gefällt euch, denke ich mir, ne? Das findet er geil. Okay, so, jetzt muss ich gucken. Ich kann keine Waffen mehr tragen. Da muss ich irgendwas da lassen, was wirklich scheiße ist. Ja, scheiße ist es nicht. Aber wir brauchen den Platz. Den Golfschläger kann ich auf gar keinen Fall. Ich lasse grüne Waffen natürlich nicht liegen. Die werden einfach nur repariert. Aber irgendwann hat man wahrscheinlich auch zu viele grüne Waffen. Oh, Blaupausen. Sau gut. Okay, dann mach ich mal schnell. Kann ich das Ding reparieren hier? Reparieren. Geil. Ja, alles Grüne muss repariert werden. Und alles andere wird recycelt. Was kann ich denn bauen? Ah, nur das, nur Medikits. Na, okay, komm. Ja, das ist immer so eine Ecke, wo jeder erstmal seinen Shit machen muss. Das ist auch gut. Ah, hier kann ich die Sachen auch in den Spind. Okay, das ist hier lustig. Nee, komm. Letztes Mal habe ich die in den Spind gepackt, aber jetzt merke ich, das ist alles Quatsch. Das sind alles schlechte, unnötige Waffen. Nur noch grün für mich. Power lever for the whole floor. Aber dann warte ich noch auf euch. Ja geil, nehmen wir hier wieder die Machete. Die Machtmachete. Aber wir müssen noch einen Stockwerk höher, dachte ich. Dann machen wir das doch. Oh, geht nicht. Ja, shit. Lovely. Ah. Klar. Third floor. Kitchenware and haberdashery. Going up. Komm nach L.A., das Land der Sonne, da macht das Leben noch Spaß. Oh. Okay.
Grenadier-Dude. Na toll, das war jetzt schlechtes Timing. Aber gut, jetzt wissen wir es. Ich habe das Gefühl, Doug Powers ist auf jeden Fall die Schwester von Kenny Powers. So spielt sie auf jeden Fall. Wie wär's, wenn er einfach durchgeht? Nee, geht nicht? Okay. Dann gehen wir doch einfach hier durch. Fuck. Time is running out for Major B. Ist Major B, weil es eine Major Bitch ist, oder ist es einfach, ist es Major? Stupid door. You can't stop me. Ach, hier hoch. Natürlich, wir alle haben Stipp langsam gesehen. Dieselbe Scheiße passiert demselben Zombie. Jäger zum dritten Mal. Oh, die Akustik ist auch cool hier. Da fliegt der Kopf durch den Schacht. Okay, die sind halt echt hart, ne? Die explodieren also, sobald man sie einmal anschlägt. Also müsste man einfach nur anwerfen, anschmeißen mit irgendwas. Nee. Natürlich nehme ich die mit. Was für ein Hotelzimmer. Das ist ein bisschen wie ein Fear and Loathing in Las Vegas. Ungefähr so habe ich mir das immer vorgestellt. Einmal im Hotelzimmer zu eskalieren. Jeez. Is that radio now? Major, I hope you have the ball. Da kommen Upgrades drauf, ne? Feuer. Immerhin, warum soll ich die nicht alle mit meinen ganzen... Dafür habe ich ja die ganzen Sachen, ne? Ah, ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr. Nee. Ach, die habe ich ja schon. Okay. Jetzt sieht die Axt auch gleich noch ein bisschen geiler aus. Power.
Motor. Warum? Ihr wollt das doch zusammenbringen. Come in, fella. I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? Hello. I'm Jacob, hotel in Bel Air, trying to reach the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in L.A. I was, anyway. Are you, do you think you might be infected? Quite the fucking opposite, mate. A mutton brain chewed on me, but I got better. You got bit. Oh my god. Worth something, right? Mom always said I was special. Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. That's lovely. But I've just got to put you on hold. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? No! Hello? Are you okay? You have to get it! Can you hear me? Boy, calm down! Steady! Okay, Becky die Braut. Keine Kommentare, ich werde nichts dazu sagen. Aber Becky sieht aus, als hätte sie ein sehr breites Becken. Vielleicht hat sie da auch ihren Namen her. Aber Becky ist auf jeden Fall gleich kleine handliche Teile. Also es ist auf jeden Fall sehr einfach zu dritt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Weil man halt einfach wirklich kommt ja gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ab und zu mal so ein Angriff, okay. Komm, mach. Becky, jetzt mach doch mal. Hallo. Grundfund. You there? Oh, thank God. What happened? We can swap den kann ich jetzt auch. Listen, I'll be bringing a group of us. I'll be in touch. Okay. It's vital you stay alive. Glad you agree. Okay, I've got a bounce. Later, Doc. Right. Back to Miss Jones. Nice. War der erste, könnte man sagen, erste Zwischenboss, ne? Okay, Leute, wir gehen nochmal zurück nach Bel Air und dann hören wir mit dieser Session auf. Und nächstes Mal vielleicht dann eben zusammen im Team mit den geschätzten Kollegen Gnu und Sterzig, werden wir dann eventuell weiterreisen. Mal gucken, wie weit die sind mit ihrem Spielstand und dann spielen wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Multiplayer. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich das Singleplayer auf jeden Fall auch noch weiterspiele. Mal gucken, ob, weil ich wegen der Zock-Session nächste Woche, weil ich nicht weiß, ob ich dann 9
Charakter brauche quasi ganz am Anfang oder ob ich einfach, ob wir einfach ab der Mitte des Spiels zusammen spielen können, das weiß ich noch nicht. Alter. Aber das wird, glaube ich, lustig. Da habe ich Bock drauf. Okay, so, wo ist denn... Wo ist Bel Air? Da lang. Alle mir nach, Leute. Das ist einfach der allerbeste Move, den man machen kann. Aber wenn keiner kommt, bin ich hier natürlich auch ein bisschen alleine, ne? Um die Ecke getreten. Schon tot, okay. Ich würde gerne wissen, was ich da eigentlich genau dran gemacht habe an meinen Golfschläger, dass der so... Ist der einfach nur härter? Okay, so Leute. Wir haben ja eine Aufgabe, ne? Wir müssen ja vielleicht sogar hier lang. Hey, das war doch eigentlich voll der geile Move. Genau, eigentlich müsste ich euch doch jetzt umschubsen. Oh, das wird gut. Das wird ein guter Sprung. Oh nein! Ich hoffe, es quält euch auch. Danke, Schwamm, für dein Abo. Wenn es euch quält, lasst ein Abo da. Ansonsten lasst gute Laune da. Das reicht mir auch schon. Ja, und überlegt euch, ob das was für euch ist. Ich kann es euch natürlich spaßmäßig durchaus empfehlen. Aber ob euch solche Melee-Zombie-Schnetzler, ob die euch noch gefallen, ob ihr sagt, nee, Zombies habe ich jetzt echt durch... Kann man natürlich schwer sagen. Oh, da ist hier so ein Fitness-Heini. Oh, shit. So, bleibt mal alle da. Geil, neue Sprung-Kick-Fähigkeit. Aber was für eine? Ja, den haben wir ja schon. Naja, gucken wir gleich mal. Come on, we've got shit to do.
wie das Ding gar nichts ausmacht. Oh, und schon habe ich gar keine Energie mehr. Gleich haben wir ihn. Oh. Jetzt muss man eine neue Waffe nehmen. Ja, endlich! Da fällt er um, der Dude. Da, wie der aussieht, ne? Was wir mit dem gemacht haben. Den erkennt nicht mal mehr seine eigene, weiß ich nicht, seine eigene Hebamme. Ja, der freut sich einer, ne? Ja, du hast es ja schön in die Gesichtspampe rein, Teabaggen. Okay, wir haben den Schlüssel. Das ist gut. Gut, gut, gut. Der ist wahrscheinlich dann für den Armeewagen. Mal gucken, ob das jetzt aufgeht, aber ich glaube nicht. Hat das Spiel Tiefgang oder schlägt man da nur 300.000 Zombies tot? Ich würde sagen, es ist eher Letzteres. Auch wenn ich es nicht genau weiß, Tiefgang. Frage ist eher, wie tief geht das Messer in die Haut des Zombies rein? Und dafür kann man dann halt aufleveln und upgraden. Das ist die Art von Tiefgang, die dieses Spiel bietet. Der Rest ist halt sehr klar. Aber für die, denen es einfach nur Bock macht, mit Freunden oder alleine zusammen zu metzeln, die sind ja absolut richtig. Also ich kenne jetzt keinen besseren Melee-Zombie-Prügler. Aber das kann ja auch sein, dass es irgendwo einen gibt, der besser ist, den ich nur nicht kenne. Aber der hier ist, wie gesagt, schon, finde ich, sehr, sehr gut. Okay, hoch. Wie kommen wir hoch? Ich habe so keine Ahnung. Diese ganzen Villen, man kann sich da wirklich nur verlaufen. Emmas Haus, ne? Kommen wir da nochmal hin? Wie war das nochmal? War das über die Treppe? Ich glaube schon. Ja. Dead Rising ist auch gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur Dead Rising ist ja nochmal auch durch die Third-Person-Perspektive und diesen absurden Quatsch, der da überall verteilt wird. Da ist es ein bisschen was anderes. Das würde ich auch als gutes Spiel sehen, aber es ist nicht so leicht zu vergleichen. Da ist es doch ein bisschen was anderes. Aber das ist ein solider Zombie-Schnetzler, würde ich auch sagen. Kann ja auch mal einer die Tür zulassen. Ihr macht es euch echt auch nicht leicht hier. Die kommen doch alle rein. Kann doch nicht immer da sein.
ist gar nicht. Hier ist gar nichts, ne? Hier sind wir gar nicht richtig. Der falsche Haus. Ah! War auch so ein, wie so ein Schwert, ne? Das habe ich mir auch schon geholt. Oh, hier ist eine Blaupause. Nimm dir die auch mal, Kollege. Hier der Einzige, der noch dabei ist. Die andere ist schon gegangen. Treulose Tomate. Aber ich muss sagen, diese GPS-Hilfe ist schon ganz gut. Also, dass sie einem immer grob sagt, wo man lang muss, das hilft hier in diesen riesigen Arealen doch schon. Und verwinkelt ist ja auch alles noch. Na, kommst du? Ich warte noch auf ihn. So, das ist die letzte Nummer, die wir noch machen. Dann ist das für heute erstmal fertig. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich finde es schön. Ist jetzt, glaube ich, ein Spiel, was auch nach 20 Stunden durchaus einen Reiz verlieren kann, weil man dann irgendwann sich alles wiederholt und auch der 100.000. Zombie immer noch gleich fällt. Aber ich finde, sie geben sich gut Mühe, das spannend zu halten. Why you keep asking me about Emma? Hey, I'm just trying to help here. I'm a guy who can get things for people. Things you can't just find in the store, you know? That right. Well, once I see what we're missing, could be I'll be giving you a list. Sure, I'll help you. Just make sure Emma knows who's providing in her hour. I'm telling you, whatever you want, anything I can get you, I got you. I draw the line of people, but animals, illegal luxuries, it's okay. Fancy cars, normally yes, but right now, yeesh, blocked roads. Maybe when we get out of the city. Take Nikki Gupp, for example. She's one of them big game hunters on cable. The more endangered it is, the more she wants to kill it. But you know, sometimes she don't want to fly halfway across the world to do it. So she slides me some money, and I got my connections, right? And we ship the big kitty or whatever right to her. Sure. Of course that bitch is a bad customer. She sure changed me in more ways than one. I'm done doing business with her, Sam. Hell, if the animal kingdom's lucky, a zombie took a chunk out of her already. Either way, now's a good time to get what she owes me. Uh-huh. Yeah, so, like, listen, my point is, I know you're at the celeb game, but just remember, you get me out of here, and Sam B, I swear to you that you will live like a king. No questions asked. All right. Das wird alles nicht so enden, wie ihr euch das vorstellt. Okay, wir gehen hoch und führen unser letztes Gespräch für heute. Ja genau, ne, lieber Chat, man kriegt genau das, was man erwartet. Hier sind sie ehrlich. Go away. We're gold. I made contact with CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a quack in Santa Monica. We have to pack light. We? What's this we? Get this. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Really? The world needs a savior. I'm in. And you're hitching a ride on my coattails, etc., etc. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Look, I'm high on adrenaline, hope, and a smidge of pant-blasting terror. But we can get out of here. All of us. Together. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Yeah, I can't, but you can. A dash of jaunty whatnot, right? I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Oh, come on. He's hooked line and plonker. He had his chance. Don't make me beg like him. I'm trying to save you. This is too big. I'm not doing anything till I've talked to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Right, I'll drum up the committee. But remember, I am not begging.
Good. I can't be downstairs right now. So many faces. Old and new. It's just too much. The glass is bulletproof, you know? Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Is this what you wanted, Robert? One final fuck you? As if being married to you wasn't punishment enough. Oh, ihr armer kleiner Hund, ne? Na, so klein scheint er nicht gewesen zu sein. What did I do to deserve this? Ja, du arme Sau. Du bist die Einzige, die leidet in der Zombie-Apokalypse. Genau so sieht's aus. Okay, hier hören wir jetzt auf. Ich find's schön. Hier noch eine Meinung von Gregor. Gregor hat gesagt, das ist sein derzeitiges Game of the Year. Okay, das ist natürlich eine Ansage. Ganz so hoch würde ich noch nicht gehen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall gelungen. Und das nicht nur, weil man hier sich gerne hinsetzen würde und einfach zusammen mit den anderen Assis chillen würde. So läuft das hier aber nicht. Wir hören jetzt hier auf. Tut mir leid, Kollege, ich muss die Sitzung jetzt beenden. Danke fürs Mitspielen, das war schön. Wir haben die Punkte bekommen, wir haben alles bekommen und wir sind jetzt am Ende zumindest unserer ersten Session hier in L.A. Danke für eure Aufmerksamkeit. So. Eine Sekunde. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch jetzt hinter uns. Aber ja, was findet ihr? Wie habt ihr es gefunden? Ich kann sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, es würde auch länger Spaß machen. Ich werde es auch noch weiter spielen. Das Kampfsystem ist eigentlich cool. Die Kollisionen und so mit den zwischen Waffen und Körper und auch die ja, die Schadensanzeige ist, wie ich finde, sehr, sehr schön geworden. Also das ist immer schwierig, das perfekt hinzukriegen und ich finde, die sind schon nah dran. Vor allen Dingen, dass man halt auch ein bisschen Trefferwirkung sieht. Auch wenn ich mir immer noch wünsche, dass wenn man mit einem Schwert oder so irgendwo seitwärts eine Kante zieht, dass man die dann auch sieht. Das hätte ich mir schon gewünscht. Aber andererseits, wenn du den Kopf triffst am Ende, dann fällt er ab. Wenn du ein paar Mal auf den Kopf haust, dann fallen da Teilchen von ab. Irgendwann ist nur noch das Gehirn zu sehen. Haust oben mit dem großen Hammer in den Kopf oder der Axt, und dann ist da auch ein Loch. Und also es ist hart, aber es ist schon auch gut, also in seiner Härte. Also es ist nicht Gore um des Gores willen, habe ich das Gefühl, sondern der Umgebungsgore ist, um die Situation zu erklären, und der Kampfgore ist, um zu erklären, wo man mit den Waffen welchen Schaden macht, was ja durchaus wichtig ist. Also mir hat es gefallen, war ein schöner Schnetzelnachmittag. Tut mir leid, Nimsaya, du bist gerade erst gekommen. Ja, ich bin schon leider wieder vorbei. Es ist halt super warm draußen, ich war halt heute auch schon schön draußen. Ich kann da nicht so 6 Stunden spielen. Das ist vielleicht kein Spiel, was man 6 Stunden am Stück spielt, aber diese 3 Stunden haben mir jetzt Spaß gemacht und man kann mal so richtig genau, richtig Vanimib, du kannst so richtig mal so Stress abbauen, ne? Und das habe ich nötig hier in Berlin. Hier in Berlin Stressabbau ist Sahne und super wichtig. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl nicht zum Sitzen da!